herzlich willkommen bei Mann kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute bei mir zu Gast Dr. Sylvain Laborde von der Sporthochschule Köln. Er forscht an einem super spannenden Thema, wo ich letzten Dezember auf dem M-Trace Summit einen Vortrag drüber hören durfte und ich so begeistert war, dass ich gleich nachgefragt habe, ob er für euch Hörer das Thema auch mal vorstellen könnte, denn ich denke, davon kann jeder profitieren, das umsetzen und so ein bisschen auch so seinen Stress regulieren. Ja, hallo Sylvain. Hallo Marcel, vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir im Podcast über das Thema Emotionale Intelligenz heute zu reden. Ja. Freut mich auch, dass du dir die Zeit nimmst. Herr Sylvain, stell dich doch am besten einfach mal selber vor, was du so bisher gemacht hast und wie du überhaupt zu deinem Thema gefunden hast. Gerne. Also ich komme aus Frankreich, wie man das noch sehr gut hören kann. Und ich wohne und arbeite in Köln seit 12 Jahren. Ich bin für meine Promotion gekommen und bin bislang geblieben. Ja, hat mir sehr gefallen. Die Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut mit Professor Dr. Markus Rab seit dem Anfang an. Und bezüglich mein Forschungsthema. Ich habe so angefangen eigentlich bei einem Fußballspiel. Ich komme überhaupt nicht aus dem Fußball, aber ich gucke das dort gerne für Weltmeisterschaften zum Beispiel. Und das war eben eine Weltmeisterschaft in 2006, die Finale zwischen Frankreich und Italien in Berlin. Das war tatsächlich in Deutschland schon damals. Ja. Da wissen wir vielleicht noch alle, was ganz am Ende passiert ist. Der beste französische Spieler Zinedine Zidane gab es Kopfstoß auf Materazzi Brust, der italienische Spieler. Das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil Stand von dem Spiel bis dahin war 1-1 und eins Zidane und auch eins Materazzi. Also das war sehr, sehr eine spannende Geschichte und auch eine spannende Ende, wie wir das alle erlebt haben damals auch. Und ja, also dieses Ereignis hat mir wirklich so die Frage gestellt, wie ist das überhaupt möglich, dass der beste Spieler seiner Zeit in einer der wichtigsten Momente seiner Karriere sowas macht und wie können wir das verhindern? Und diese Frage hat mich bis heute begleitet, kann ich eigentlich sagen. Ja, ich glaube, wie der Kopfstoß zustande kam oder das ganze Bild, ich glaube, es vergisst keiner mehr, wo das Spiel einmal gesehen hat und keiner konnte es irgendwie nachvollziehen. Und du bist jetzt da dran, das zu hinterfragen und auch Gegenmittel zu finden. Genau, also dann als ich das gesehen habe, ich wusste, dass ich wollte forschen, aber ganz genau über welches Thema wusste ich noch nicht. Und danach war es mir wirklich sehr klar, ich sollte das verstehen. Dann, ich habe damals Sportwissenschaft in Frankreich und Spanien studiert und habe ich mich entschieden, ein Psychologiestudium, also dafür anzufangen. Und dann, 2006, habe ich parallel Sportwissenschaft und Psychologie studiert. Meine Promotion in Sportwissenschaft habe ich so gedacht, um die Frage zu beantworten, was ist in deinem Kopf passiert? Und da bin ich ganz früh auf solche Themen gestoßen wie emotionale Intelligenz und Herzratenvariabilität, das werde ich auch so ein bisschen später erklären. Aber emotionale Intelligenz direkt, weil ich habe dieses Buch von Daniel Goleman, der amerikanische Psychologe, gelesen, wie viele auf dieser Planeten. Und also er spricht eher über Wirtschaft, sagen wir so. Aber für mich das war klar, das hat perfekt für den Sport, für Sportler, für Athleten gepasst. Und dann, also das war wirklich so damals, es gab nur ein paar Studien, vielleicht so 3, 4, ich rede von 2006. Und dann habe ich direkt gedacht und mein Promotionsbetreuer damals in Frankreich gesagt,
wir müssen sofort eingreifen und das Thema so emotional intelligent so im Sport importieren, sagen wir so. Und so hat die ganze Geschichte angefangen, muss ich sagen. Ah, okay, spannend. Ja, cool. Und dann hast du deine Promotion, über was hast du es genau dann geschrieben? Genau, also das hat nämlich nicht direkt mit Fußball, aber mit Handball zu tun, weil als ich in der deutschen Sporthochschule gekommen bin, es gab schon eine ganze Tradition mit Handball, wir hatten schon viele Kontakte, also die Kollegen hatten schon viele Kontakte geknüpft mit Handballmannschaften und so weiter. Das war ganz so praktisch für mich. Und ja, ich habe so unterschiedliche Aspekte untersucht. Emotionelle Intelligenz von Handballspielern und wie diese emotionelle Intelligenz im Zusammenhang mit Stress steht und im Stress und auch mit Entscheidungstreffung, weil das war am Ende auch immer die Frage für mich, diese Entscheidung von Zinedine Zidane, weil das war egal, also vielleicht eine schlechte, aber das war eine Entscheidung, die schon diese Entscheidung verstehen können. Also, bezüglich Stress hatte ich schon die erste spannende Ergebnisse. Das war erstmal, das erste Mal in der Welt, dass so ein Forschungsteam hat so emotionelle Intelligenz mit das Herz im Zusammenhang gebracht. Und beziehungsweise mit dieser Variable Herzratenvariabilität. Ohne zu viel in physiologische Details reinzugehen. Ich könnte das vielleicht so sagen, dass Herzratenvariabilität hilft uns, die Verbindung zwischen Herz und Gehirn zu messen. Und diese Verbindung zwischen Herz und Gehirn funktioniert durch einen sogenannten Nerv, beziehungsweise der sogenannte Vagusnerv. Und mit Herzratenvariabilität können wir die Aktivität von Vagusnerv messen. Und diese Vagusnerv hilft uns zu entspannen normalerweise. Aber beim Stress wird er ganz deaktiviert. Und das war meine Vermutung, dass bei Zinedine Zidane sein Vagusnerv war komplett deaktiviert wegen Stress, wegen Druck, wegen Ermüdung. Das war die Finale, eine lange Meisterschaft und so weiter. Und ich wollte ein bisschen diese Bedingungen, also man kann nie die Bedingungen von einer Finale von Weltmeisterschaft so gut spiegeln, das ist überhaupt nicht im Labor, aber ja, wir haben so versucht, Druck aufzubauen für die Sportler. Und das war so, dass wir so eine Stress- und Drucksituation erzeugt haben im Labor mit, also mit Ton, sagen wir so. Wir hatten so ein Publikum im Stadion aufgenommen mit so für 20 Minuten, also überhaupt nicht schön zu hören. Also das war nur, ich glaube, so eine Minute und dann haben wir so eine Schleife gemacht und dann für 20 Minuten. Und dazu kam eine negative Rede vom Trainer, zum Beispiel, heute bist du gar nicht in Form, gar nicht fit, du bist kein Ball, also kein Torschießen, also nur schlechte Sachen, sagen wir so, für auch während 20 Minuten. Und da sollte der Sportler sich erinnern und also die Einleitung, also die Instruktion war für den Sportler, sich weiter zu konzentrieren, insofern wie möglich. Gleichzeitig haben wir seine Herzfrequenzvariabilität erfasst, um zu schauen, was passiert überhaupt im Vagusnerv während dieser ganzen schlechte Erfahrung, sagen wir so. Und also das hat die Theorie bestätigt, aber das war trotzdem eine sehr überraschende Erfindung für uns. Die emotionale Intelligenz, haben wir gezeigt, wurde dann hat mit dann den Vagusnerv die Herzratenvariabilität im Zusammenhang so gestellt. Und in diese Richtung, je höher die emotionale Intelligenz, desto niedriger war die Abnahme von Herzratenvariabilität unter Stress. Das heißt, mit anderen Wörtern, dass die Sportler, die Handballspieler, die eine höhere emotionale Intelligenz hatten, haben eine bessere Stressregulation im Herz gezeigt. Und das war schon stark, weil wenn wir daran denken, emotionale Intelligenz
erfasst man, kann man mit Fragebogen erfassen. Das hatten wir damals so gemacht. Das heißt, die Ergebnisse von Fragebogen waren, also haben so im Zusammenhang gestellt mit diesen Ergebnissen von S-Raten-Variabilität. Wir hatten so eine biologische Basis für emotionale Intelligenz gefunden. Und das war wirklich so, und ja, unsere erste Ergebnisse war schon sehr überraschend. Und da haben wir angefangen zu denken, ah, okay, es gibt eine biologische Realität, eine biologische Wahrheit, sagen wir so, für emotionale Intelligenz. Und die müssen wir dann weiter forschen, weiter besser verstehen. Aber ist schon wichtig, weil dann das bedeutet, wenn man ehrlich den emotionale Intelligenz-Fragebogen so ausfüllt, kriegt man auch sehr interessante Ergebnisse, kriegt man auch Ergebnisse, die schon etwas sagen können über die Fähigkeit, einem Mensch Stress zu bewältigen. Und das war schon stark für uns. Ja. Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen, kannst du uns noch ganz kurz erklären, was genau die Herzratenvariabilität ist? Ja, gerne. Herzratenvariabilität basiert sich auf Herzfrequenz. Aber das ist eine weitere Analyse, eine weitere Auswertung, die wir von der Herzfrequenz machen können. Herzratenvariabilität bezieht sich auf die nachfolgende RR-Abstände von das sogenannte Elektrokardiogramm. In anderen Wörtern, wenn mein Herz mit 60 Schlägen pro Minute schlägt, wir haben nicht so eine Minute, eine Sekunde zwischen jedem Herzschlag, sondern es variiert immer. Okay. Das könnte zum Beispiel 950 Millisekunden, dann 982 Millisekunden, dann 1032 Millisekunden und so weiter und so weiter. Wenn es immer gleich wäre, wäre es sehr schlecht, ein sehr schlechtes Zeichen für die Gesundheit. Weil das würde bedeuten, dass unser Herz überhaupt nicht fähig ist, sich anzupassen. Herzratenvariabilität ist eine Zeichnung von Anpassungsfähigkeit für Menschen. Okay. Wie ist es dann? Ist das, wenn die Herzratenvariabilität sinkt, dann sinkt auch der Vagusnerv? Oder die Aktivität. Ganz genau, so können wir das erklären. Oh, ja. Ah, okay. Ja, super, danke dir. Und nachdem ich das jetzt rausgefunden hat, auch mit den Sportlern, waren ja ordentlich unter Stress. Also ich könnte es mir kaum vorstellen. Ich glaube, da wird es mir nicht gut gehen, wenn ich mir 20 Minuten solche Dinge anhören müsste. Wie ging es dann weiter? Also, danach wollten wir verstehen, welche Einfluss hatte Stress über die Entscheidungstreffung von Sportlern. Da haben wir ein weiteres Experiment durchgeführt, wo wir Folgendes gemacht haben. Wir haben die Sportler weiter unter Druck so gestellt. Aber diesmal sollten auch so eine kognitive Aufgabe lösen. Und das war eine Entscheidungstreffung-Aufgabe. Wir haben das mit damals, es gab die erste virtuelle Realität Brille. Und das hatten wir mit, wir haben Handball-Attack-Szene gedreht, wo ein paar Spieler zu sehen waren und dann irgendwann, also hat ein Spieler den Ball in der Hand und dann sollte er oder sie eine Entscheidung treffen. Und da ist das Bild so stehen geblieben und unser Proband sollte eine Entscheidung treffen, zum Beispiel rechts, also Pass, rechts, Pass, links oder einfach am Tor schießen, zum Beispiel. Unser Proband sollte diese Antwort einfach laut sagen und wir haben das mit Mikrofon aufgenommen. Diese Antworten hatten wir durch Nationaltrainer kodiert lassen und dann hatten wir so ein Qualitätsmerkmal für jede Option, sagen wir so. Und dann, was ist rausgekommen? Die Spieler, die am besten, und jetzt also gehe ich ein bisschen weiter von emotionaler Intelligenz, da gehen wir weiter mit S-Raten-Variabilität, die Spieler, die am besten ihre Vagusnerv in dieser Stresssituation noch etwas aktivieren könnten, haben die bessere Entscheidungen getroffen. Was bedeutet das?
da sehen wir direkt den Zusammenhang zwischen Herz und auch unserem Gehirn und noch präziser unser Präfrontalkortex. Dieser Teil ganz vorne, über die Augen, sagen wir so, wo wir die Entscheidungen treffen. Und diesen Teil von Gehirn ist direkt in Verbindung mit unserem Vagusnerv und damit mit Herzrhythmus und Stabilität und das Herz. Das heißt, dass die Sportler, die besser ihren Stress unter Druck regulieren könnten, hatten eine höhere Herzratenvariabilität und damit auch eine höhere Aktivität von Vagusnerv und haben damit bessere Entscheidungen getroffen. Spannend, da kommt mir gerade selber eine Idee hoch beim Fußball. Also ich bin großer Fußballfan, da gibt es ja auch häufig Elfmeterschießen, gerade in der WM oder sowas. Da könnte es da auch einen Zusammenhang geben bei denen, wo treffen und die, wo nicht treffen, weil da stehen sie auch unter riesigem Druck, technisch, und die Abläufe kennen sie alle, aber... Wir können das auch so als Metapher sagen, also den Vagusnerv hochzuhalten, seine Aktivität hochzuhalten, hilft uns, einen klaren Kopf unter Druck zu bewahren. Das heißt, wir können noch ganz klar, also vielleicht nicht ganz, aber also besser klar denken, unter Druck. Und wie seid ihr dann mit den Ergebnissen weitergegangen, dass auch Entscheidung stark damit abhängt oder davon? Genau, da haben wir dann, das war meine Promotion Experimente und danach bin ich als Postdoc in der Sportpsychologie geblieben, im Psychologisches Institut, und da haben wir weiter geforscht Richtung Herzratenvariabilität mit anderen kognitive Fähigkeiten. Das heißt, wir haben also weiter als Entscheidungstreffung andere kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel Arbeitsgedächtnis. Wie kann ich mir gut zum Beispiel Informationen merken im Spiel? Oder kognitive Flexibilität. Wie kann ich, wenn ich sehe, dass etwas, das ich jetzt gerade tue, nicht funktioniert, nicht passt, dann wie kann ich direkt oder ganz flexibel meine Strategie ändern? Und die letzte wichtige kognitive Fähigkeit wäre Inhibition. Das heißt, wie kann ich einfach irrelevante Stimuli ausblenden, damit ich mich nur auf das Wichtigste konzentrieren kann. Und das war unser so Vorgehen, diese Verbindung zwischen Kognition und Herzratenvariabilität. Genau. Ah, spannend. Was kam denn da dabei raus, wo ihr das dann noch mit einbezogen habt? Genau, also diese Ergebnisse haben eigentlich unsere ersten Ergebnisse bestätigt meistens. Und dann haben wir auch andere Bedingungen durchgeführt. Zum Beispiel haben wir Sport im Labor gemacht. Sport haben wir also wir wollten wirklich so eine Ermüdung, eine schnelle Ermüdung, erzielen. Und dafür haben wir Burpees gemacht, also diese einfach so Liegestütze und Springen. Das war ganz lustig, also lustig als Experimenter, aber ich habe auch gerne mitgemacht, am Anfang das zu testen. Die Probanden sollten erstmal eine Minute lang maximal, also so viel es geht, also so viele Burpees, wie es geht, so machen. Dann haben wir das erfasst. Und dann hatten wir irgendwie eine Zeit für jedes Probanden. Und dann wollten wir wissen, okay, was passiert, wenn man das 5 Minuten lang macht, 75% von Maximalzahl. 5 Minuten, also wenn man, vielleicht, bei den Zuhörern, wenn man schon Burpees gemacht hat, man kann sich vielleicht schon vorstellen, was bedeutet das, 5 Minuten lang Burpees zu machen, ich bin schon müde am Ende, sagen wir so, einfach so. Da ist man gefühlt fix und fertig, je nachdem, wie fit man ist. Genau. Und da hatten wir eine Aufgabe gerade danach. Die Aufgabe war eine sehr bekannte Aufgabe für Psychologen. Man nennt sie die Stroop-Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, um die Inhibition zu testen, um zu wissen, wie lässt sich man ablenken oder eben nicht. Und um diese Aufgabe kurz zu beschreiben, es gibt Wörter am Bildschirm mit Farben, zum Beispiel Rot. Und wenn Rot ist rot geschrieben, dann sagen wir, es ist eine
kongruente Trail. Und wenn rot ist blau geschrieben, muss ich eben so nicht so drücken oder eine andere Taste drücken. Und ja, also muss man schon immer also gut die Regeln im Kopf behalten. Passt die Farbe mit dem Wort oder nicht? Und dann muss man die entsprechende Taste drücken. Ja, genau. Und wir haben dann gemerkt, also erstmal, das ist ganz interessant, mit, also nach dieser Burpees-Aufgabe, im Vergleich mit vor dem Burpees, man wird eigentlich schneller, weil das ist eine ganze Aktivierung des Körpers. Schneller, aber nicht besser, weil man mehr, also neigt eigentlich mehr Fehler zu machen. Und um das zu vermeiden, haben wir eine erste Technik so reingesetzt. Diese Technik heißt langsame Atemübungen. Und da wollte ich auch so kommen, weil es auch ein Hauptteil meiner Forschung, wie kann man am besten emotionelle Intelligenz unterstützen oder eine vagusnerve Aktivität so nach oben bringen. Und das machen wir ganz gut, ganz effektiv mit langsamen Atemübungen. Das haben unsere Sportler gemacht. Und die Sportler, die nach dem Burpees diese langsamen Atemübungen gemacht haben, hatten dann eine bessere Aufgabefähigkeit oder so, hatten bessere Ergebnisse, haben sich so, waren weniger abgelenkt, kann ich auch das so erklären, waren weniger abgelenkt als die Sportler, die keine Atemübungen gemacht haben. Spannend, das heißt, es ist schon der allererste Trick, um die Herzratenvariabilität zu erhöhen, dass man einfach langsam atmet. Ganz genau. Werde zum Macher und Regisseur deines Lebens.